Rapunzel. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange ein Kind. Sie wohnten in einem prächtigen Haus, vor dem aber war eine hohe alte Mauer. Die Frau hätte zu gern gewusst, was dahinter verborgen war. Aber die Mauer hatte kein Tor und keine Lücke, und nirgends konnte man hindurchsehen. Jedoch eines Tages, als sie mit ihrem Mann unter dem Dach des Hauses nach etwas suchte, entdeckte sie ein kleines, vergessenes Fenster. Sie blickte hinaus und rief voll Entzücken: »O lieber Mann, komm schnell und sieh! Nun komm doch schon!« »Was ist denn?« »Ich kann über die Mauer schauen. Sieh doch, da ist ein wunderbarer Garten mit prachtvollen Blumen und seltenen Kräutern. Und dort, oh sieh nur, ein Beet mit den herrlichsten Rapunzeln. Sie sehen so frisch und grün aus. Ach, ich glaube, wir bekommen auch bald ein Kindchen. Ich bin so schrecklich gierig nach Rapunzeln. Die schmecken. Bitte, steig doch über die Mauer und bring mir welche.« »Frau, nie und nimmer darf ich das tun. Noch nie hat jemand gewagt, den Garten zu betreten. Er gehört einer Zauberin, die große Macht hat und von aller Welt gefürchtet wird.« »Aber ich habe so heftiges Verlangen nach Rapunzeln. Ich werde sterben, wenn ich keine zu essen bekomme.« »Oh, hättest du doch nie diesen Zaubergarten gesehen. Aber nun ist es einmal geschehen. Und bevor ich dich sterben lasse, liebe Frau, hole ich dir von den Rapunzeln. Koste es, was es wolle.« In der Abenddämmerung stieg er also an den Ranken des Efeus über die Mauer in den Garten hinab. Als er gerade ein paar Rapunzel geschnitten hatte, kam die Zauberin und schrie ihn zornig an. »Wie kannst du es wagen, in meinen Garten zu steigen und meine Rapunzel zu stehlen? Kennst du die Strafe nicht, die dir droht?« »Ach, liebe Zauberin, lass Gnade vor Rechter gehen. Ich tat es ja nur aus Not. Meine Frau hat die Rapunzeln aus dem Fenster erblickt und bekam ein so großes Verlangen danach, dass sie bestimmt sterben würde, wenn sie keine davon zu essen bekäme.« »Verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst. Allein, ich mache eine Bedingung. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen und ich will für es sorgen wie eine Mutter.« In seiner Angst sagte der Mann alles zu, was die Zauberin verlangte, und war froh, dass er seiner Frau Rapunzeln bringen konnte. Ein halbes Jahr später gebar die Frau ein kleines Mädchen. Sogleich erschien die Zauberin, gab dem Kind den Namen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne. Als es 12 Jahre alt war, schloss es die Zauberin in einen Turm, der tief im Walde lag und weder Tür noch Treppe hatte. Nur ganz hoch oben war ein kleines Fensterchen. Wenn nun die Zauberin zu Rapunzel wollte, so rief sie von unten hinauf: »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!« »Frau Zauberin, ihr seid's, die mich rief? Ich lass mein Haar hinunter, wohl 20 Ellen tief.« Da fiel ein Zopf herunter, fein wie gesponnenes Gold. Rapunzel hatte ihn um einen Fensterhaken gewickelt
und die Zauberin stieg daran empor. Alle drei Tage kam sie Rapunzel besuchen. Sonst war das Mädchen immer mutterseelenallein. Es saß an dem kleinen Fenster und sang in seiner Einsamkeit. Als eines Tages ein junger Königssohn durch den Wald pirschte und verblüfft dem Gesang lauschte. Allein und leidet schon manches lange Jahr. So wein ich meine Tränen ins lange goldene Haar. Vor Kummer und vor Sehnen wohl gar noch viele Jahr. Oh, wie lieblich ist diese Stimme. Hier aus dem Turm, meine ich, muss sie kommen. Ich muss das Mädchen sehen, das so zu Herzen gehen singt. Aber wie soll ich nur in den Turm hineinkommen? Er hat keine Türen und keine Fenster, nur jenes kleine Fenster da oben, aus dem der traurige Gesang kommt. Aber es muss doch einen Weg geben. Hier in dem ausgehöhlten dicken Baum will ich mich verbergen und warten, bis ich das Geheimnis des Turmes kenne. Psst, da kommt jemand. Es war die Zauberin, die zu Rapunzel hinauf wollte. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Frau Zauberin, seid ihr's, die mich rief? Ich lass mein Haar hinunter, wohl 20 Ellen tief. Ich denke, ich sehe nicht recht. Das ist also die Leiter. Ein goldglänzender Zopf. Nun, wenn das alte Weib es schafft, daran hinaufzukommen, so will ich auch einmal mein Glück versuchen. Und am folgenden Tag, als es anfing, dunkel zu werden, pirschte der Königssohn wieder durch den Wald zum Turm. Schon von Weitem hörte er den traurigen Gesang. Nun denn, ich will mein Glück versuchen. Rapunzel! Rapunzel! Lass mir dein Haar herunter! Frau Zauberin, ihr seid's, die mich rief? Ich lass mein Haar hinunter, wohl 20 Ellen tief. Da fiel ein Zopf herunter, fein wie gesponnenes Gold. Und der Königssohn kletterte zu Rapunzel hinauf. Das Mädchen erschrak gewaltig. Hab keine Angst, schönes Mädchen. Ich habe dich singen hören. Und dein Gesang hat mein Herz so gerührt, dass ich dich unbedingt sehen musste. Ich hatte keine Ruhe mehr. Aber wer bist du, fremder Jüngling? Du bist so schön und so freundlich. Ich bin ein Königssohn. Mein Vater hat ein Schloss, weit vor dem Walde, mit vielen Toren, Türen, Treppen und Fenstern. Aber wer bist du? Ich weiß es nicht. Ich kenne nur die Zauberin. Und sie nennt mich Rapunzel. Meinen Vater und meine Mutter kenne ich nicht. Du bist das schönste und liebste Mädchen, dem ich je begegnet bin. Willst du mit mir kommen und meine Frau werden? Dann leg deine Hand in meine und komm. Oh, wie gern ginge ich mit dir. Aber wie soll ich von dem Turm hinabgelangen? Ich bin hier gefangen, mein Leben lang. So will ich jeden Tag zu dir kommen und jeden Tag einen Strang Seide mitbringen. Daraus kannst du dir dann eine Leiter flechten. Oh ja. Und wenn sie fertig ist,
Dann steig ich zu dir hinab. Dann nehme ich dich auf mein Pferd und in das Schloss meines Vaters. Sein Land ist wie ein wunderbarer Garten. Dort werden wir immer zusammen und glücklich sein. Der Prinz kam jeden Tag und die seidene Leiter reichte nun schon fast bis zum Boden hinab. Aber eines Abends sah die alte Zauberin, wie sich der Königssohn an den Haaren Rapunzels hinabließ und davonritt. Voll Zorn stieg sie zu dem Mädchen hinauf. Du loses, schändliches Ding! Du hast mich betrogen! Aber warte nur! Mit dieser großen Schere schneide ich dir deine Schuldenhaare ab. Da! Ritsch! Ratsch! Da! Da liegt dein schöner, stolzer Zopf, du eitles Ding! Und nun fort mit dir! In der Wüstenei sollst du fortan leben und so viel Jammer und Elend erdulden, bis du zugrunde gehst! Und die Zauberin brachte Rapunzel in die Wildnis. Am nächsten Abend aber saß das alte Weib oben im Turm am Fenster und wartete auf den Königssohn, der ahnungslos herangeritten kam. Rapunzel! Rapunzel! Lass mir dein Haar herunter! Sogleich ließ die Zauberin den abgeschnittenen Zopf, den sie an einem Fensterhaken befestigt hatte, hinunter. Und der Königssohn stieg hinauf. Mit giftigen Blicken empfing die Alte den erschrockenen Königssohn. Ah, du willst die Frau Liebste holen. Aber der schöne Vogel sitzt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr. Die Katze hat ihn geholt und wird auch dir bald die Augen auskratzen. Für dich ist Rapunzel verloren. Du grausames Weib. Aber all deine Bosheit wird mich nicht von ihr trennen. Und in seinem Schmerz und seiner Verzweiflung sprang der Königssohn aus dem Turmfenster. Er kam mit dem Leben davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm die Augen. Blind und verzweifelt lief er im Walde umher. Rapunzel! Rapunzel! Wo soll ich dich denn suchen? Bitte, lass deine süße Stimme erschallen, dass ich dich höre und wiederfinde. Rapunzel! Rapunzel! Eines Tages geriet der Königssohn in seinem Elend in die Wüstenei, wo Rapunzel kümmerlich lebte. Und da hörte er plötzlich von Weitem eine liebliche Stimme. Wo bist du, mein liebster Jüngling? Ich wäre so gern bei dir, doch du wirst mich niemals finden. So muss ich sterben hier. Ich weine meine Tränen hinein in mein goldenes Haar. Voll Kummer und voll Sehnen, wohl noch so manches Jahr. Das ist Rapunzel. Das ist Rapunzel. Es ist ihr Lied. Rapunzel! Rapunzel! Mein Prinz! Mein geliebter Prinz! Ich hab dich wiedergefunden. Weinend fiel ihm Rapunzel um den Hals. Zwei von ihren Tränen benetzten die Augen des Prinzen. Da wurden sie wieder klar und er konnte damit sehen wie zuvor.
Er führte Rapunzel heim in das Schloss seines Vaters und sie lebten noch lange glücklich und vergnügt miteinander.